Willem-Alexander in Baden-Baden ein. Zahlreiche Schaulustige jubelten der Preisträgerin und ihrem Ehemann zu. Die Kurstadt an der Oos im royalen Fieber. Am Nachmittag im Kongresszentrum, wo der Medienpreis verliehen wird, Polizeispürhund Bernd auf der Suche nach Sprengstoff. Gespannte Stimmung bei den Sicherheitskräften. Dann das Okay der Polizei. Der Saal ist sauber. Wir hoffen, dass das Königspaar und damit auch die Königin Maxima sehr sicher in Baden-Baden sind. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben entsprechende Erfahrungen aus Einsätzen in den vergangenen Jahren beim Medienpreis. Zum Festakt ist wie immer viel Prominenz geladen, darunter Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch. Ihre Antwort auf die Frage, ob Königin Maxima eine würdige Preisträgerin ist? Ja, auf jeden Fall, bestimmt. Auch auf der Gästeliste Fußball-Bundestrainer Jogi Löw und Ex-Fußballstar Günter Netzer, seit Jahren Gast beim Medienpreis. Baden-Baden ist geschmückt, alles ist bereit für einen besonderen Abend in der Kurstadt.